Ja, schönen guten Morgen zusammen. Willkommen auf dem Anwendertreffen 2023 hier in Jena. Vielen Dank für Ihr Kommen. Heute starten wir hier mit dem Vortrag für die Privatabrechnung, effizientes Geld eintreiben mit Tomedo. Mein Name ist Laura Zimmermann. Ich bin knapp 2 Jahre Mitarbeiterin in der Firma Zollsoft im Bereich der Abrechnung, sowohl für die privaten als auch für die gesetzliche Abrechnung zuständig. Genau. Ja, guten Morgen auch von mir nochmal. Ich bin die Sarah Breski. Ich bin seit knapp einem halben Jahr bei Zollsoft und bin neben 3 weiteren Kollegen auch in der Teamabrechnung. Und das würden wir Ihnen heute gerne einmal näher bringen. Und zwar einmal das Inhaltsverzeichnis. Wir werden Ihnen zeigen, wie man eine Rechnung anlegt. Das heißt, wie öffne ich einen Patienten? Wo kann ich drin abrechnen? Die Leistungen dann schnell und effizient eingeben. Die Erleichterung eben dieser fehlerfreien Abrechnung, den Rechnungsversand, die Rechnungsmustererstellung und zum Schluss noch das Kassenbuch bzw. die CAMP-Dateien. Wir würden das gerne einmal aktiv in Tomedo zeigen. Das heißt, Sie sind einfach dabei, wie wir das anlegen, wie wir etwas eingeben und dergleichen. Und dann würde ich gerade einmal an die Laura übergeben. Die startet einmal. Genau. Oh, das tut mir leid. Alles gut. So, genau, wir machen das nicht über eine Präsentation, wir machen das über Tomedo selber. Sieht man das alles gut? Doch, ist alles sichtbar. Ja. Genau, so, wir haben, wie legt man jetzt eine Rechnung an? Also, der Patient kommt in die Praxis, ist privat versichert, hat eventuell eine Versicherungskarte, die meisten, also das ist immer so ein bisschen variabel, so. Also hier oben auf Patient, neuer Patient, kann man einen Patienten neu anlegen, wenn er noch nicht im System war und er zum Beispiel keine Versicherungskarte hat. Wir haben das Ganze schon mal vorbereitet aus Zeitgründen. Der Herr Vortrag oder die Frau Vortrag, so. Genau, die ist privat versichert, wenn wir uns jetzt mal hier oben in den Details anschauen, kann man hier oben die Daten des Patienten eingeben und darüber wird die Rechnung, also das ist die Rechnungsadresse hier in der Zusammenfassung. Also die Rechnung würde jetzt an Ernst Heckelplatz 5 bis 6 gehen. Trage ich die Adresse hier ein bei Rechnungsanschrift, also hier kann ich eine abweichende Adresse eintragen, die dann für die Rechnung benutzt wird. Steht hier nichts drin, greift Tomedo automatisch auf die Zusammenfassung der Daten zurück. Hier unten kann man bei der privaten Krankenkasse die Kasse eingeben. Hier unten kann man den Tarif für den Patienten auswählen. Und hierüber kann man dann eine neue Rechnung anlegen. Hierüber kann man auch eine neue Rechnung anlegen, über dieses Plus. Das machen wir jetzt auch gerade einmal von hier. Sieht dann genau gleich aus. So, Sie haben hier die Möglichkeit, über ein sogenanntes Muster eine Rechnung zu erstellen. Da kommen wir im späteren Teil nochmal genauer darauf zurück, was das bedeutet. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Rechnungstyp auszuwählen. Da kommen wir im späteren Verlauf auch nochmal genauer darauf zurück, was das ist. Hier nochmal Tarif, Krankenkasse, Versichertennummer. Wer hier also auf wen die Rechnung laufen soll, den abrechnenden Arzt, Abzüge, Rabatte, Umsatzsteuer, genau. Mit OK bestätigen wir das Ganze und die Rechnung ist erstellt. So, und jetzt zeigt Ihnen meine Kollegin Sarah, wie es jetzt weitergeht. Genau. Also die Rechnung ist noch nicht erstellt. Wir haben den Schein jetzt geöffnet, in dem wir abrechnen können. Wir haben uns da auch schon etwas vorbereitet. Zum einen können Sie hier ganz normal über das Plus, vielleicht wie Sie schon kennen oder auch eben noch nicht, können Sie hier die Ziffern einmal eintragen. Eine hier mit der Suche oder Sie geben hier beispielsweise einfach eine Ziffer ein und das wird Ihnen eingetragen. Mit der Bestätigung auf OK erscheint dann hier einmal diese Leistung. Die nehme ich jetzt gerade einmal wieder raus. Ja, es gibt die Möglichkeit, das über eine Aktionskette laufen zu lassen. Darüber könnten Sie im nächsten oder im anderen Vortrag etwas erfahren. Und zwar hier oben haben wir uns so einen Button eingerichtet, der heißt für privat. Wenn man hier draufklickt und man sagt, der kommt immer zur Akupunktur, der braucht eine AU oder ist halt einfach da für die Beratung,
dann kann man das mit einem Klick einfach erledigen und die Ziffern sind hier abgerechnet. Möglichkeit bestünde auch, sich dann die Diagnosen auch noch mit dort zu hinterlegen, dass wenn man sagt, der kommt wirklich vorbei und hat immer das Gleiche, dass man das mit einem Klick einfach effizient erledigen kann. Möglichkeit wäre auch noch, hier unten die Ziffern einzugeben, mit beispielsweise eine Eingabe mit einer 1, Leertaste und eine 5 und das Bestätigen mit einem Enter, tauchen die Ziffern auch hier oben auf. Die Erleichterung der fehlerfreien Abrechnung ist eben hier unten die Fehlerbeschreibung. Das sind für Sie einfach gewisse Hinweise, beispielsweise die Leistung 7 darf innerhalb von einer Sitzung nicht abgerechnet werden oder mit folgenden Leistungen zusammen. Die Möglichkeit ist auch hier, dass die 1 maximal einmal abgerechnet werden kann. Das soll eine Hilfestellung für Sie sein. Erreichen können Sie das Ganze auch in der Tagesliste, einmal über Panel, Liste Abrechnungsfehler und die Filterung für die GOE-Abrechnung. Genau. Machen wir gerade noch mal den Vortrag. So. Genau. Dann sind wir. Ich habe was vergessen, Kollegen haben mich gerade darauf hingewiesen. Und zwar haben wir noch die Möglichkeit, das über Favoriten anzulegen. Sie können hier dann eben mit Bestätigen 1, 5, 7 und 70 beispielsweise sagen, auch ganz bequem von hier aus, ich möchte die 1 jetzt dreimal abgerechnet haben, ist kein Problem, können Sie hier auswählen, einfach mit einem Klick und auf OK, auch das taucht dann wieder hier auf. Auch hier ist dann wieder der Hinweis, darf nur abgerechnet werden, das sind ja auch nur die Beispiele. Genau. Genau, dann zeige ich Ihnen jetzt noch einmal, wie man Favoriten anlegt. Wir haben hier unten, wenn wir auf die Favoriten gehen, bei Tomedo ist das immer ganz schön, in die Verwaltung dazu kommt man immer auf diese, mit der Kreis, mit den Pünktchen. Also immer wenn Sie das sehen, kommen Sie in Tomedo zu den Einstellungen. Wenn wir das mal aufmachen, kommen wir hier in die Favoriten rein und wir können jetzt hier über, also eine Gruppe erstellen, wie wir das hier zum Beispiel gemacht haben mit Hausbesuch. Klappen wir mal auf, das sind jetzt zum Beispiel die Hausbesuchsziffern, die relevant sein könnten. Genau. Wir können eine neue Gruppe anlegen, wir können dann auf plus Gruppe gehen, wir können plus Leistung, eine neue Leistung anlegen. Man kann auch sagen, ich tausche den Platz, wie das halt für jeden in der Praxis individuell benötigt wird. So, genau. Dann haben wir gesagt, wie legt man ein Rechnungsmuster an? Dazu wollte ich jetzt einmal ein bisschen mehr erzählen. Wir hatten dazu was vorbereitet, deswegen lösche ich jetzt hier mal die Ziffern alle raus und lege jetzt hier einfach nochmal eine neue Rechnung an. Und wir haben jetzt hier aus Muster erstellen, kein Wert. Wir haben jetzt hier extra mal was vorbereitet. Akku mit Rabatt minus 3 Euro. Wenn wir das Ganze hier anklicken und auf OK, sehen wir, die Ziffern sind jetzt automatisch in der Rechnung, in der neuen Rechnung mit drin, plus die Diagnose, die wir dann da ins Muster eingefügt haben. Ich erzähle einmal kurz was zu dem Rabatt. Es gibt zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, einen Rabatt in Tomedo zu hinterlegen. Wenn man jetzt mal in die Details geht, haben Sie hier die Möglichkeit, Rabatt einzugeben, das ist prozentual auf medizinische Leistungen, oder Sie geben eine Pseudoziffer in Tomedo ein, das haben wir hier auch schon vorbereitet und können jetzt sagen minus 1 Euro, jetzt mal als simples Beispiel, und können dann sagen Anzahl dreimal, also sind es dann minus 3 Euro. Wenn ich jetzt sage, okay, es sollen nicht minus 3 Euro sein, es sollen zum Beispiel minus 5 Euro sein, ich gebe jetzt hier eine 5 ein, auf OK, und dann ändert Tomedo mir das hier auf minus 5 Euro. Genau, und dazu haben Sie noch die Möglichkeit, hier unten Netto, Brutto und Festbeträge einzutragen. Dann rechnet Tomedo das automatisch auf den Ziffern aus, wenn Sie einen Patienten Festbetrag geben möchten. So, das Ganze haben wir jetzt geändert in 5 Euro Rabatt. Jetzt machen wir mal extra 10 Euro Rabatt, wir sind heute großzügig. Wie erstellt man jetzt ein neues Rechnungsmuster? Wir haben jetzt beispielsweise die Ziffern alle frisch eingegeben, die sind jetzt nicht aus einem Muster gekommen, die haben wir frisch eingegeben. Jetzt gehe ich einfach nur auf Details und gehe hier oben auf als Muster speichern.
Wenn ich das mache, fragt Tomedo mich jetzt hier, wie ich das gerne benennen möchte. Wir nennen es jetzt einfach mal Akku minus 10 Euro. Und okay, dann fragt er mich jetzt hier noch, hier kann ich noch Einstellungen treffen. Wir lassen das jetzt zum Zeigen einfach mal so, wie es jetzt ist. Wir sehen jetzt hier die Muster, die wir alle haben. Und mit OK kann ich es bestätigen. Und das Muster steht mir jetzt zur Auswahl. Ich kann es jetzt hier nicht auswählen. Dafür muss ich, das geht immer nur bei, wenn ich eine neue Rechnung erstelle. Dann habe ich die Möglichkeit, mir hier das Muster auszuwählen. Dann noch einmal kurz, wie das Ganze, wenn man da mal was ändern möchte, kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich ändere das auf 5 Euro wieder zurück. Details als Muster speichern. Wir nennen es jetzt bewusst mal Test. So, und dann können wir sagen, das löschen wir raus und dann benennen wir das andere wieder um und dann ist es bearbeitet. Das soll Ihnen ein bisschen das ist ein bisschen schwerer der Weg aus dem Grund, damit Sie nicht versehentlich da was ändern oder löschen. Genau, so kann man das dann verändern. So, jetzt zeige ich Ihnen noch einmal, wie versendet man jetzt eine Rechnung. Also Sie haben in Tomedo natürlich auch da mehrere Möglichkeiten. Sie machen das mit einer privatärztlichen Verrechnungsstelle. PVS ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, ist ein typischer Anbieter dafür. Oder Sie machen das selber. Tomedo bietet da viele Möglichkeiten zu. Wir können jetzt diese Rechnung dem Patienten hier einfach über den Druckbutton ausdrucken. Okay, dann lädt er das PDF, die Rechnung ist erstellt und kann dem Patienten dann in die Hand gedrückt werden. So sieht das Ganze dann aus und mit Drucken dem Patienten mitgeben oder einen Briefumschlag packen, per Mail senden, wie auch immer. Das ist, wenn man das für den Patienten einzeln macht. Wir möchten ja aber auch mal sehen, wie das über die PVS geht oder das Ganze auch gesammelt geht, was ich gerade gezeigt habe. Wir gehen hier Verwaltung, Privatrechnungen. Das ist die neue Ansicht in Tomedo. Die ist jetzt ganz frisch für viele, die Tomedo haben, kennen Sie wahrscheinlich nicht. Der Umgang damit ist ziemlich ähnlich. Wir haben jetzt hier schon mal so ein paar Beispiele reingeladen, dass die Maske nicht ganz leer ist. Auch hier haben wir eine Suchfunktion. Hier lädt man die Patienten wirklich rein. Sie können das hier filtern, sortieren, überprüfen die Patienten und wie gewohnt über die Arbeitsliste unten den Export an die PVS machen. Oder halt auch den Druck mehrerer Rechnungen unten einstellen. Dann zeige ich Ihnen noch was zum Thema Kassenbuch. Also der Patient kommt in die Praxis, der ist da, der hat eine tolle IGEL-Leistung bekommen und zahlt das bar zum Beispiel in der Praxis. Bleiben wir bei der Rechnung, er zahlt jetzt hier die 44,92 Euro. Wir haben jetzt hier mal in den Rechnungsdetails geguckt, das stimmt soweit alles. Wir können jetzt die Rechnung einmal drucken. Dann fragt er hier auch schon. So, er fragt jetzt hier auch schon, bezahlt Kassenbuch, bezahlt Kassenbuch. Wir können jetzt hier das Kassenbuch auswählen, welches wir benutzen möchten, um es dann anschließend direkt ins Kassenbuch einzutragen. Klickt man aber einmal irgendwo hin, oder schließt das Fenster, ist das Fenster weg. Es geht dann natürlich noch über Details, Zahlungseingänge, dann können Sie hier unten auch noch sagen Barzahlung und dann sagen hier Privat- oder IGEL-Bar. So, und Zahlung Kassenbuch. Machen wir an der Stelle auch einfach mal. Die Rechnung ist jetzt gedruckt, die steht jetzt als bezahlt in Tomedo. Wie sieht das Ganze im Kassenbuch aus? Wir haben Verwaltung und hier unten auf Kassenbuch. Hier haben wir die verschiedenen Kassenbücher angelegt. Wir gehen jetzt mal hier in unser Kassenbuch IGEL. Ach so. Eins drunter, das privat war's.
Ich habe es ins Private gebucht. Privatbar. Ja, danke. So sieht das Ganze aus. Wir sehen jetzt hier die Akupunkturrechnung mit dem Rabatt im Kassenbuch drin. Und da listet Tomedo das mit ins Kassenbuch auf. Sie können auch unabhängig das Kassenbuch benutzen, unabhängig von den Rechnungen zum Beispiel. Einnahme, Ausgabe, hier einfach die Summe eingeben, den Buchungstext und hier manuell eine Quittung per Drag and Drop einfügen. Und das Kassenbuch können Sie dann auch so benutzen. Genau, dann haben Sie Kassenbücher kann man anlegen für Barzahlungen, aber auch für Unbarzahlungen, also EC-Karten und so weiter und so fort. Genau. Fragerunde machen wir gleich im Anschluss. Merken Sie sich Ihre Frage gut. Genau. Hier kann man darüber die Kassenbücher anlegen. Hier haben wir es bar oder unbar. So, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass die Patienten Ihnen die Rechnungen überweisen. So, dazu kann man, es gibt sogenannte CAMT-Dateien, die man sich bei der zum Beispiel Sparkasse anfordern kann. Das bedeutet der Kontoauszug als Datei. Und das Ganze können Sie dann in Tomedo einlesen und Tomedo gleicht für Sie ab und setzt Rechnungen auf bezahlt automatisch. Das heißt, man muss nicht mehr am Wochenende da sitzen im Garten mit einem Stück Kuchen und dabei die Rechnungen auf bezahlt setzen, mit dem Konto abgleichen. Tomedo macht das selber für Sie. Dazu müssen Sie sich wirklich nur die CAMT-Datei bei Ihrer Bank organisieren und dann wieder in diese Maske zurück und die CAMT-Datei hier per Drag and Drop reinziehen. Also Tomedo gleicht das Ganze über Referenznummern ab, die der Kunde oder der Patient angeben muss in der Überweisung. Die Referenznummer erzeugt Tomedo auch automatisch, wenn das passende Briefkommando auf der Rechnung hinterlegt ist, also auf der Rechnungsvorlage. Wir bedanken uns auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und wären jetzt für Fragen offen. Genau.